Also erstmal bin ich hier wirklich hergekommen mit ganz, ganz vielen Fragen und die habe ich alle über Bord geschmissen und habe neue Fragen irgendwie kennengelernt. Also ich bin so rumgetrieben, kam mir wirklich so vor wie in so einem Treibsand und bin so von Stand zu Stand. Und jetzt bin ich hier gleich noch auf einem Panel, wo es um Aktivismus geht. Deswegen bin ich eigentlich hierher gekommen, aber habe wahnsinnig viel mitgenommen. Was ich sehr beeindruckend fand, war das Gespräch mit Can und Dilek Günder. So eine Exilgeschichte mal live zu hören, das fand ich sehr beeindruckend. Auch natürlich so eine Persönlichkeit oder solche Persönlichkeiten mal zu sehen. Aber vor allem auch so das, was nebenher passiert. Also diese kleinen Gespräche, man kommt mit wahnsinnig vielen Menschen in Kontakt und kann über ganz viele verschiedene Themen sprechen. Das fand ich sehr cool. So, tatsächlich bin ich, weil ich in dem Bereich gar nicht arbeite, aber aus Interesse dahin gegangen bin, war ich vorhin bei diesem Fußball-Talk, Rassismus in den Stadien. Und da bin ich in ein Gespräch gekommen. Wir hatten beide gar keine Ahnung, weil wir in diesem Bereich uns noch gar nicht so wirklich viel mit beschäftigt haben. Und es war ziemlich cool, weil wir eigentlich so eine ganz klare Meinung zu dem Thema hatten, wo wir uns nicht auskennen oder nicht so richtig irgendwie mit Firmen sind, und da sind wir irgendwie dann in eine Diskussion gekommen und so hat sich das entwickelt und am Ende war toll, wir waren unterschiedlicher Meinung und sind trotzdem ganz harmonisch und anerkennend zueinander aus dem Gespräch gekommen.